Herr Ganser, wenn wir jetzt den geopolitischen Blick ein wenig weiten und in die USA schauen, dort finden dieses Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Der 5. November soll laut Donald Trump in die Geschichte dieses Landes eingehen, denn laut ihm herrscht dort der schlechteste Präsident der US-Geschichte. Jetzt, wenn wir uns mit den USA beschäftigen, und das haben Sie sehr viel gemacht, Sie nennen die USA ein Imperium, dann sehen wir ja, dass dieses Imperium so langsam, aber sicher sich dem Ende zuneigt. Die Vorherrschaft der USA scheint dem Ende zuzugehen. Viele Experten, Analysten sprechen derzeit von der Entdollarisierung im Zuge des Gaza-Konfliktes. Sind historische Entwicklungen vor Ort zu beobachten. Saudi-Arabien zum Beispiel, der was lange Zeit womöglich der wichtigste Partner war, ist jetzt Teil der BRICS-Staaten geworden. Und generell ist das Entstehen der BRICS-Staaten und das Entstehen der multipolaren Weltordnung ein Zeichen dafür, dass das Imperium, die Vorherrschaft des Imperiums der USA womöglich an ein Ende gekommen ist. Wie sehen Sie das denn als Historiker? Sehen Sie das auch so, dass wir hier gerade die letzten Atemzüge dieses US-Imperiums sehen? Also man weiß es nie, wann es die letzten Atemzüge sind. Aber für mich ist sicher so, dass das amerikanische Imperium eine Realität ist. Und da darf man nicht sagen, die amerikanischen Bürger wollen diese Kriege, sondern es ist eine kleine Klientel aus Firmen und Regierungen, Regierungsmitglieder, die an diesen Kriegen interessiert ist. Wie in Deutschland, das ist eigentlich, die Regierung ist das eine und die Rüstungskonzerne und die Medien und die Bevölkerung ist das andere. Und was? So, als ob unsere tollen westlichen Demokratien wirklich nicht so ganz demokratisch wären. Also das ist natürlich eine böse, böse Verschwörungstheorie, wie auch gerade einige im Chat schreiben, hier auch im Chat einige, die so eine leichte Antipathie zu Daniele Ganser haben, aber nicht genau schreiben, worauf sie sich beziehen. Also nicht genau schreiben, was jetzt ihr Problem ist. Die einfach nur sagen, das sei Geschwurbel, aber ohne zu sagen, worauf sie sich beziehen. Ich meine, ihr könnt ja mal sachlich schreiben, wieso hat Daniele Ganser mit seiner Analyse zur Ukraine Unrecht? Oder selbst wenn es hier nicht Thema ist, wieso hat er mit seinen anderen Analysen Unrecht? Aber hier kommen immer nur so allgemeine Phrasen, die man wahrscheinlich in den Mainstream-Medien irgendwo aufgeschnappt hat, aus irgendeinem Hetzartikel aus der Tagesschau. Ich meine, da gab es ja auch mal einen. Oder aus so fürchterlichen Beiträgen wie der vom NDR. Also, wo Daniele Ganser wirklich übelste Sachen unterstellt werden, ohne dass da Argumente kommen. Und genau das sehe ich hier gerade in meinem Chat. Das ist furchtbar. Ich meine, der Mann argumentiert sehr gemäßigt. Der hat sich hier für überhaupt keine radikalen politischen Ansichten ausgesprochen. Und die sachlichen Punkte, mit denen er argumentiert, die sind auch relativ klar. Da kann man doch mal klar sagen, nee, das sehe ich anders. Und dieses amerikanische Imperium ist sicher in der Krise. Also das kann man sicher sagen, weil es ist einerseits eine militärische Krise. Man hat den Vietnamkrieg verloren, 75. Und dann hat man jetzt auch den Afghanistan-Krieg verloren. Der ging ja 2001 bis 2021. Also die ersten 20 Jahre vom 21. Jahrhundert war mal Afghanistan-Krieg, aber man möchte gar nicht mehr so darüber sprechen, weil man hat ihn verloren. Und danach kommt jetzt der Ukraine-Krieg und es sieht alles danach aus, dass Zelensky diesen Krieg gegen Putin verlieren wird. Und dann sind die Amerikaner auf der Verliererseite. Es ist jetzt noch nicht sicher, aber es sieht danach aus, sage ich mal. Muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Und das wäre nach Afghanistan natürlich eine weitere Niederlage. Dann auch in Syrien haben die USA versucht, Präsident Assad zu stürzen. Das ist ihnen nicht gelungen. Ja, aber es sind alles Länder, die USA in ihren Einflussbereich zu ziehen versucht haben und wo sie dann gescheitert sind. Also Afghanistan war ja 2001 von kontrolliert, heute ist es immer noch in den Taliban kontrolliert. Die USA haben eine Menge militärisches Material, eine Menge Geld verschwendet, aber letztlich hat sich in Afghanistan nichts groß geändert. Also die Herrschaft der Taliban ist heute wesentlich stabiler, als sie noch vor 20 Jahren war, weil es jetzt keine relevante politische Kraft mehr gibt, die sie ablösen könnten. Aber aber grundsätzlich hat sich in Afghanistan oder in Syrien nichts groß verändert. Also in Syrien, da hat sich sogar die Stellung der Amerikaner eher gestärkt im Vergleich zu 2011. Heute besetzen amerikanische Truppen die wichtigsten Ölquellen. Der NATO verbündete Türkei hat Teile Syriens besetzt. Im Nordwesten Syriens, da kontrollieren radikale islamistische Milizen weite Gebiete, also in der Gegend um Idlib. Im
Im Nordosten, da kontrollieren die demokratischen Kräfte Syriens große Landesteile. Also Syrien ist heute relativ zersplittert und die USA haben da einen Fuß in der Tür. Das hatten sie 2011 noch nicht. Also sind mit ihrem Ziel, Assad zu stürzen, gescheitert. Aber Syrien ist heute deutlich geschwächter, deutlich gespaltener als noch 2011 und die Amerikaner haben eigene Truppen vor Ort. Also die Position der Amerikaner hat sich eher verbessert. Selbst wenn das insgesamt kein geopolitischer Sieg ist. Sie wollten Assad ja komplett stürzen. Aber ja, es ist nicht so, dass der amerikanische Einflussbereich zurückgedrängt wird. Das sehen wir in großem Maßstab noch nicht. Aber vielleicht am fatalsten ist jetzt der Krieg, den Israel gegen die Palästinenser im Gazastreifen führt, weil hier verlieren die USA sozusagen die moralische. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Daniele Ganser wird das gleich noch weiter ausführen, aber hier steht der Großteil der Welt gegen den Westen. Der Großteil der Welt fordert einen Waffenstillstand. Der Westen, also einige Länder im Westen, vor allem die USA, die stellen sich dagegen und bringen so große Teile der Welt moralisch gegen sich auf. Aber inwieweit das dann im politischen Widerstand mündet, also inwieweit große Teile der Welt dann wirklich sich dauerhaft von den USA abwenden, das ist zweifelhaft. Also die wirtschaftliche Macht der USA, das hat jetzt vor allem, also die größte geopolitische Niederlage der USA, die ist jetzt nicht diese moralische Niederlage in Gaza oder die militärische Niederlage in Syrien oder Afghanistan, sondern es ist die ökonomische Niederlage im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und da haben nicht mal die USA besonders verloren, sondern ihre europäischen Verbündeten. Also Europa stürzt gerade wirtschaftlich ab und Russland steht relativ stabil da. Und das zeigt, wie klein die wirtschaftliche Macht des Westens im Vergleich zu den BRICS-Staaten geworden ist, wie man ist ja bisher von einer ziemlich absoluten ökonomischen Macht der USA ausgegangen, dass sie in anderen Ländern, wenn sie da Sanktionen verhängen, ziemlich leicht Wirtschaftskrisen auslösen und beenden können. Je nachdem, wie sie ihr Sanktionsregime gerade fahren, das hat man beispielsweise im Iran ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Immer wenn die Sanktionen verschärft wurden, gab es eine schwere Wirtschaftskrise, wenn sie gelockert wurden, gab es ein starkes Wachstum. Da hatte man jetzt gedacht, mit Russland Ähnliches machen zu können, aber die russische Wirtschaft hält sich sehr, sehr stabil und ich glaube, das ist die eigentliche Zeitenwende. Das Scheitern des westlichen Wirtschaftskrieges gegen Russland, nur Hauptleidtragende dieses Scheiterns sind nicht mal die USA selbst, sondern ihre europäischen Verbündeten, die treu doof jede noch so selbstschädigende Maßnahme mittragen, die sich in Washington gerade ausgedacht wird. Glaubwürdigkeit, wenn sie denn überhaupt noch eine hatten. Und das sind eigentlich zwei Katastrophen, die sich abspielen für die USA. Die jungen Wähler, Sie haben jetzt gesagt, es kommen Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024, das stimmt. Es gibt eben Joe Biden für die Demokraten, es gibt Donald Trump für die Republikaner und es gibt Robert Kennedy Jr., ein unabhängiger Kandidat, den ich interessant finde. Aber Joe Biden unterstützt ja eben den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu mit Waffen. Und gerade junge Demokraten in den USA sehen aber gleichzeitig die toten Palästinenser auf ihren Smartphones. Und dann fragen sie, was ist eigentlich mit dem Präsidenten los? Warum bewaffnet er Israel? Und Israel, dann kann man den Jungen nicht sagen, ja, das macht er, weil die Hamas am 7. Oktober 23 1200 Israelis getötet hat. Dann sagen sie nicht, ah ja, gut, dann passt das für mich. Sondern die wenden sich jetzt ab. Und das macht Biden Sorge, weil er will natürlich sozusagen diese Wähler nicht verlieren. Das heißt, was ich damit sagen möchte, das amerikanische Imperium ist auf jeden Fall in der Krise und es entsteht eine multipolare Welt. Das ist der Aufstieg der BRICS-Staaten. Mhm.